Hallo, herzlich willkommen zum Rocktown 16. Und als Gast haben wir den Robert Gläser hier. Ich geh los, ich geh raus, ich hab Bock auf ein Bier. Heute geh ich unter Menschen, hab geschuftet wie ein Tier. Bin seit Wochen allein, die letzte Frau, die ist gegangen. Bin seit Wochen bereit, ein bisschen Liebe einzufangen. Heute Nacht muss es sein, aber muss es wirklich sein? Ja, es muss, ich will rein in den Club, in die Nacht. Ich hab eingekauft, ich hab die Haare richtig liegen. Was mir fehlt, weiß ich genau, heute Nacht, da will ich fliegen. Ich sag 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und ich fliege. Zigaretten gekauft und hab die Leber vorgebracht. Stehst im Neonlicht und diese Farben stehen dir gut. Ich denk, ich stell mich dir mal vor, bevor es jemand anders tut. Eigentlich bin ich ein Lieber, eigentlich bin ich okay. Bin nur grad ein bisschen drüber, wenn ich dich beim Tanzen seh. Wir können eine Line ziehen, Baby, wollen wir uns ein Fuffi-Boni. Ich kenn da so einen Typen, glaub, der kann uns was besuchen. Ich sag 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hallo. Und deswegen werde ich dich jetzt erstmal so ein bisschen außen vor lassen, weil das ist jetzt das erste Mal und da hätte ich ein paar Fragen. Als Ziehsohn von Cäsar hast du natürlich auch eine musikalische Karriere und du hast ja schon super früh angefangen, mit 12 Jahren als Schlagzeuger. Genau. Ich habe natürlich schon ein bisschen früher angefangen. Ich habe erst Gitarre gespielt und habe aber gemerkt, ja, Gitarre hatten zu dem damaligen Zeitpunkt schon so viele gespielt und die auch schon älter waren als ich, also die waren quasi schon besser und ich wollte natürlich möglichst schnell mitmischen. Habe dann gedacht, okay, ich versuche mal mit Schlagzeug, weil es auch ein cooles Instrument war und also für mich, ich habe schnell erkannt, sage ich mal, dass Schlagzeug doof ist, also, ne, also wenn man es vor allen Dingen auf- und abbauen muss. Ich habe sofort gedacht. Aber ich hab die Phase sozusagen durch, ich habe erst Schlagzeug gemacht und dann, naja, das war so, denn mein Vater sozusagen hat die Punk-Szene in Leipzig unterstützt. Mhm. Und die haben eben halt irgendwann, also quasi die Punks kamen zu meinem Vater und gesagt, Mensch, hier, kannst du uns irgendwie helfen? Und er hatte einen Proberaum bei uns unten im Keller. Und dann haben die von da an sozusagen da irgendwie bei uns geprobt. Und quasi hatten wir immer so die ganze Punk-Bewegung, die Leipziger, also Wutanfall war eigentlich die ursprüngliche Band, hatten wir dann immer so quasi zu Hause. Ne? Und das Punk-Ding hat mich natürlich auch extrem beeindruckt irgendwie, damit bin ich ja eigentlich groß geworden, auch musikalisch. Naja, und eines Tages, also Wutanfall gab es dann nicht mehr, weil der Sänger in den Westen abgeschoben wurde. Chaos, berühmte Persönlichkeit in Leipzig. Und dann gab es eine Nachfolgeband, die auch später auch, sehr, sehr bekannt wurde, La Attentat. Und die haben mich dann gefragt, dann natürlich irgendwie, irgendwann haben sie einen Schlagzeuger gesucht, dann haben wahrscheinlich auch so ein bisschen das Querverbindung so, ne, mit meinen Eltern und so. Und fanden das auch lustig, dass ich mit 12 eben halt schon trommeln konnte. Und dann habe ich dann bei La Attentat so ein Jahr gespielt, bis es mir eben halt dann nicht mehr so Spaß gemacht hat. Also, immer noch Schlagzeug? Nur Schlagzeug, genau. Ein Jahr La Attentat Schlagzeug. Und es gibt noch irgendwelche Aufnahmen mit mir noch und so am Schlagzeug. Und, ja, aber irgendwann wollte ich dann irgendwie, ja, damals habe ich gesagt, ich möchte so mal richtige Musik machen. Das war ja immer so underground und so. Da haben wir immer in irgendwelchen Kirchen gespielt und so. Und das war musikalisch, war das dann für mich irgendwann ausgereizt worden. Ne? Ich wollte dann irgendwie was anderes. Ja, habe ich ein Jahr gespielt und es gab noch eine lustige Geschichte. Das gibt es heute noch, ein sehr legendäres Foto von La Attentat, wo meine Kollegen sich mit Lederjacke und untenrum nackt fotografieren lassen haben, indem sie sozusagen ihren Schwanz so nach hinten gezogen haben. Damals war ja noch Schambehaarung normal, sag ich mal. Und so punkmäßig, ne? Und hier nach hinten gezogen, so muschimäßig halt. Und auf dem Foto bin ich nicht dabei, weil ich mit 12 tatsächlich noch keine Haare am Sack hatte. Das war wirklich echt scheiße. So, das war La Attentat. Schöne Story. Ja. Ihr habt euch beide kennengelernt 1991 bei einem Konzert, muss ich mal ablesen, weil das war ja komplett neu. Eine Tour mit dem seltsamen Namen, es muss nicht immer Cocker sein. Ja, war das, bitteschön? Die ganze Ostszene ist völlig zusammengebrochen damals, kurz nach der Wende. Es hieß also, die Ostler wollten nicht mehr die Bands aus dem Osten hören. Die wollten erstmal, so wie sie die Banane haben wollten, wollten sie erstmal die Produkte, diese, wo sie ewig keinen Zugang hatten. Aber
initiiert von Toni Kral und Fritz Puppel, die damals auch eine Niederung hatten. Die hatten sich also mal kurz getrennt, aber Fritz Puppel und Toni Kral, die haben eine eigene Plattenfirma gegründet und sind zu zweit aufgetreten, mal zwei, drei Jahre. Mhm. Und die haben das initiiert. Die haben also André Herzberg rangeholt, der seine erste Soloplatte gemacht hat, eigentlich fast mit der kompletten Band von Stoppock. Und Cäsar war da, der alte, gediegene Cäsar mit lauter jungen Musikern. Weißt du, wie alt er damals war? Der war vielleicht gerade mal knapp. Anfang 40. Anfang 40, ja. Aber die Jungs, mit denen er sich umgeben hat, die waren alle 17, 18, 19, also Teenies noch. Und da war Robert Gläser dabei, sein Sohn. Und das Interessante, was mir jetzt zuerst gleich aufgefallen ist, noch bevor ich ihn gesprochen habe, war, dass er hat Bass gespielt, manchmal auch Gitarre. Die Gitarre hat er einfach umgedreht, weil er Linkshänder ist und auch nicht mal die Saiten umgespannt, sondern wirklich die tiefste Saite war unten, die höchste Saite oben. Beim Bass hat er es aber anders gemacht, auch Linkshänder, aber die Saiten andersrum bespannt. Weil ich slappen wollte. Ja. Das war interessant. Und Cäsar habe ich als sehr ruhigen Menschen dort kennengelernt, als sehr in sich gekehrten Menschen. Und Robert war genau das Gegenteil. Also eine immer tausendprozentig da, immer Druck. Und ich fand ihn gleich unglaublich interessant. Ich bin auch ein hektischer Typ gewesen. Ich war genau 10 Jahre älter als er, also so Ende 20. Und wir haben uns, ich möchte mal behaupten, so ineinander irgendwie verliebt. Haben uns auch immer geneckt, haben uns gemobbt auch ein bisschen. Ich war ja damals schon im Prinzip ein Rockstar, Popstar quasi, ne? Ich war schon im Fernsehen, da hat meine Mutter schon gesagt, oh, ist der, guck mal, Peter, ist ja nicht süß, hier, kam ich mit dem Zopf und so. Und er war einfach hier, heute will ich es wissen. Ne? Das war so dieses Ding, ich war quasi schon Fan und hatte schon auch im Kino Flüstern am Schrein gesehen. Und das Zöllner-Ding, oder Chicorée quasi, war eine Band, die damals eben halt, ne, also aus dem Nichts plötzlich waren die Stars. W50 und weißt du, alles. Wir hatten im Prinzip quasi alles erreicht. Die waren im Radio, im Fernsehen und so. Und da war es natürlich für mich auch eine besondere Freude, dass Dirk sozusagen, also dass wir uns da irgendwie so auch entdeckt haben. Ne? Also wir haben schon mal, ich hatte schon mal 1987 oder so, hatten wir schon mal einen Gig zusammen. Da war ich quasi mit meiner Band Vorband, da hat er mich gar nicht so wahrgenommen. Und da war das natürlich für mich dann irgendwie bei dieser Tour natürlich schon schön, dass er mich wahrgenommen hat. Hey, gib mir Musik. Die hatten jedenfalls große Locations, das war 1991 und es war spärlich besucht. Also wir hatten vielleicht 2, 3 gute Auftritte, wo wir ein paar hundert Leute hatten. Ansonsten war es eine schwierige Zeit. Also wir waren so ein großer Tross mit den unterschiedlichen Bands. Ich mit den Zöllnern, mit 10 Leuten, Cäsar mit der ganzen Band, André Herzberg mit der ganzen Band. Toni und Fritze zu zweit. Hansi Biebel war auch mit dabei. Hansi Biebel, kann sein, dass er auch noch mit dabei war. Jedenfalls waren wir bei verschiedenen Konzerten, waren mehr Musiker und Techniker da als Zuschauer. Also es war schon eine harte Zeit. Tierischer Aufwand, ja. Ihr habt aber nicht gegen die Tür gespielt. Wie das lief, weiß ich nicht mehr. Es gab tatsächlich, irgendjemand hat es bezahlt. Vielleicht ja, war, also vielleicht Rolf Henning aus der eigenen Tasche. Vielleicht gab es auch Fördergelder, ich weiß es nicht. Ich meine, Toni Kral und Fritz Puppel sind ja auch immer auch gute Manager gewesen. Außer, dass sie mit City natürlich eine geile Band sind. Aber das war jedenfalls, möchte man sagen, die Tiefzeit im Osten für ostdeutsche Musiker. Ja. Wir als die Zöllner haben fast nur im Westen gespielt, vor allen Dingen immer in der Kölner Gegend und hatten dort den Fuß reingekriegt, hatten auch schon eine Plattenfirma, eine süddeutsche und haben das damit alles so ein bisschen überwunden. Aber das war die erste Tour wieder so richtig im Osten und die war in meiner Erinnerung ein Fiasko. Und der Name war auch albern. Wir waren natürlich, weil die Leute eben kurz vorher zu Bruce Springsteen, Joe Cocker und James Brown gerannt sind. Es muss nicht immer Cocker sein. Das war so leicht frustig. Ne? Das war so trotzig. Ne? Trotzig, ja, genau. Trotzig, ja, eigentlich Punk. Ja, es war eine auffällige Zeile. Man hat sich bis heute gemerkt. Also andere Tournamen weiß ich nicht mehr, aber die habe ich mir auch gemerkt. Es muss nicht immer Cocker sein. Ja, ist auf jeden Fall auffällig gewesen. Sehr, also sehr eigenartiger Name. Ich weiß nicht, ob ich da hingegangen wäre, wenn ich diesen Namen lese. Das bieten die sich in allem, ne? Ein typischen Berlin-Trip. Haben alles ausprobiert, auch Koks und hatten getrunken.
Und Robert ist gefahren. Wir waren dicht bis unter wirklich Oberkante Unterlippe. Und auf einmal wurden wir angehalten auf der Warschauer Brücke. Wie heißt sie? Mit deinem Auto. Ja, mit meinem Auto. Nein, nicht Warschauer Brücke. Da hinten, war das nicht da hinten irgendwie im Dresdner Berg? Wie heißt denn das? Nee, das war genau auf der Warschauer Brücke. Oberbaumbrücke. Genau. Ja. Und wurden rausgewunken und wir stiegen aus und dachten, ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Wir konnten kaum stehen. Da wollten die wissen, wo unser Ersatzrad ist. Und wir, keine Ahnung. Die wollten überprüfen, was wir haben. Die haben überhaupt nicht auf uns geguckt. Die hatten, und wir, ich habe nur gesagt, ich weiß nicht. Und da haben sie uns gezeigt, die Bullen haben uns gezeigt, wo das Warndreieck ist, wo das Ersatzrad ist. Das müssen sie sich merken. Und dann konnten wir wieder einsteigen und weiterfahren. Ich konnte es nicht fassen. Ja, das waren noch die guten Polizisten, die lockeren. Das war ja so in den 90ern war sowieso eine Menge ganz locker, dass die auch gesagt, auch im E-Fall auch gesagt haben, was haben sie getrunken? Dann fahren sie mal schnell nach Hause und legen sich mal hin, ruhen sich mal aus. Angst vor dem schlechten Ruf, den sie als Volkspolizisten hatten. Also jetzt sind die Polizisten ja derartig engagiert und sehen auch richtig gut aus. Ich bin ja immer erstaunt, wie die Polizisten heutzutage aussehen. Also die ganzen Typen mal richtig. Aber die machen eben halt alles richtig. Da kommst du. Das ist Erfahrung gemacht. Habe ich auch Erfahrung, ja. Logisch, ja klar. Muss erzähl mal die Story, wo du Erfahrung gemacht hast mit der Polizei, als du nicht mehr so locker war. Als du mit Six gespielt hast und. Achso, ja klar, ich war, wie gesagt, Six-mäßig unterwegs gewesen und Cottbus war Hochburg und so. Da waren wir richtig Stars und bin natürlich auch besoffen vom Stadtfest losgefahren. Und hatte blöderweise, ich meine, es hört sich jetzt doof an, ich meine, man kann schon betrunken fahren, es ist auch nur eine Übungssache quasi. Aber man kann eben halt nicht mehr richtig reden, das ist immer die Sache dabei. Und bin losgefahren und hatte vergessen, mein Licht anzumachen, ne? Das war der große Fehler. Und da haben sie mich eigentlich nur wegen dem Licht sozusagen angehalten. Und hier, ihr Licht geht nicht, und habe ich irgendwas gesagt, lallig, ne? Haben die natürlich irgendwie gecheckt, oh, da stimmt irgendwas nicht, steigen sie mal aus, alles klar, haben sie getrunken, pusten sie mal irgendwie, und klar, natürlich, das Ding hat angeschlagen, ne? Also 1,56. Und wo kommen sie her? Und dann zwei Polizisten halt, Cottbus, junge Typen. Und ich eben halt so starmäßig, sage ich mal so. Ich sage, ey, pass mal auf, Jungs, wenn ihr mich wieder fahren lässt, fahren wir jetzt zum Geldautomaten, dann gebe ich euch jedem 500 € in bar. Da sind die komplett freigedreht. Da haben die mich da abgeführt, also wirklich wie ein Schwerstverbrecher. Also wegen Bestechung, Beamten, Bestechung, bla bla bla. Haben sie mich wirklich aufs Revier mitgenommen und haben mich da quasi auch Zwangsblutentnahme und sowas. Und da habe ich tatsächlich dann irgendwie wegen Beamtenbestechung und Alkoholkonsum, ein Jahr Führerscheinentzug, MPU und 3.974 € Strafe, sage ich mal. Ja. Also es hat nicht funktioniert. Und man kennt das ja aus Filmen, ich dachte so locker, ja. So, Jungs, jeder 500, dann lass mich fahren. Achso, ich bin doch hier der Bassist hier von Six, hab ich benutzt. Hallo ihr Lieben, es ist Zeit für die Auflösung unserer Israel-Gewinnspielfrage aus unserem letzten Rockdown. Und dazu gibt es diesmal nichts Wissenswertes aus Erlangen, aber dafür Wissenswertes aus dem wunderschönen Leipzig. Denn wer könnte besser geeignet sein für die Auflösung unserer Gewinnspielfrage als Shiran? Hallo Shiran! Hallo Aimo! Hallo liebe Zöllnerfreunde! Ja, erst einmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für uns hier als Kontaktlosfee zu fungieren. Sehr gerne. Und wenn wir schon mal eine Israel-Expertin bei uns hier in der Sendung haben, möchte ich natürlich auch die Auflösung unserer Israel-Gewinnspielfrage ganz dir überlassen. Wir hatten nämlich gefragt, wer als der geistige Gründervater des späteren Staates Israel gilt. Und zur Auswahl standen Theodor Herzl, David Ben-Gurion oder Yitzhak Rabin. Und die richtige Antwort lautet? Die richtige Antwort lautet Theodor Herzl. Er war nämlich der geistige Gründervater des Staates Israel und hat schon am Ende des 19. Jahrhunderts die Vision zu diesem Staat gehabt. Und viele denken wahrscheinlich, es ist David Ben-Gurion gewesen, aber er war der erste Premierminister des schon existierenden Staates Israel, also viele Jahre später. Und noch ein Fun Fact, ich wohne ja in Leipzig und in Israel gibt es eine Stadt, die heißt Herzliya, auf den Namen von Theodor Herzl, und Leipzig und Herzliya sind Partnerstädte. Okay, vielen Dank. Wieder was gelernt. Ja.
Gut, dann können wir ja jetzt auch zur Auslosung der Gewinner unserer drei DVDs auf der Reise kommen. Und dann würde ich dich bitten, deine Tätigkeit als Kontaktlosfee auszuüben. Ja, ich habe hier was vorbereitet. Unsere Kontaktlosfee-Losbowl. So, los geht's. Der erste glückliche Gewinner oder die erste glückliche Gewinnerin lautet Jens Neumann aus Freital. Und es geht weiter mit Uwe Pienkny aus Helbra. Und last but not least, Claudia Kölbel aus Hannover. Viel Spaß mit der DVD. Ja, auch von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch. Und dir Dankeschön für die Zeit und für die Mühe, die wir ja machen durften. Und dann grüß schön Norman und bis bald mal wieder. Ja, ganz liebe Grüße und bis bald. Macht's gut. Ciao. Herzlichen Glückwunsch nochmal an alle Gewinner und für alle, die heute leider leer ausgegangen sind. Seid nicht traurig. Noch in dieser Sendung gibt es eine neue Gewinnspielfrage. Also bis später, euer Quizmaster Aimo. Wir stehen hier, sind die Letzten am Tresen. Wir trinken und lachen, erzählen aus unserem Leben. Ein alter Sack zu sein ist leicht, nach so knallwilden Jahren. Die Vergangenheit hat was zu sagen, auf alte Zeiten und auf dieses neue Jahr. Dass die Erinnerungen bleiben von all dem, was einmal war. Auf alte Zeiten und dass wir sind, wie wir sind. Und darauf, dass wenn was endet, etwas Besseres beginnt. Auf unserem Weg ging so mancher verloren. Sie nie zu vergessen haben wir uns geschworen. In Wehmut haben wir die Kippen ausgedrückt. Mein Arm ist deine Burg, deine Freundschaft ist mein Glück. Und dann hast du eine Band gemacht, die nannte sich die Buffdicks mit einem gewissen Basti Bauer. Richtig, war quasi, es war so Mitte 90, 95. Und ich wollte immer Crossover, hat man damals gesagt, Crossover mit deutschen Texten. Ja. Also ich war ja der größte und bin auch immer noch der größte Red Hot Chili Peppers Fan. Man wollte sowas in der Art auch machen, auf Deutsch. Das ist auch ganz gut gelungen. Und Basti Bauer war sozusagen der erste Gitarrist. Den fand ich gut, das war irgendwie ein cooler Typ irgendwie. Man kannte sich so aus dem Franz. Und der war ja damals schon, ne, war schon, also schon also eine auffällige Persönlichkeit. Ich weiß nicht genau, warum ich auf den gekommen bin. Irgendwie, auf jeden Fall habe ich ihn angequatscht. Und dann haben wir die Band gemacht. Und ich habe ihn aber dann, kurz bevor wir dann... Wir haben einen Plattenvertrag gekriegt bei Kral Puppel, K&P nannten die sich damals. K&P, und die waren ja sozusagen mit so einem Sublabel von BMG. Die fanden das toll und haben uns einen Deal gegeben. Das war natürlich ganz besonders. Ne? In den 90er Jahren hat man auch gedacht, wenn man einen Plattenvertrag hat, dann ist im Prinzip die Sache gelaufen. Wir haben natürlich dabei vergessen, dass man sich auch ein paar Platten verkaufen muss. Ja. Das hat nicht funktioniert. Nee, auf jeden Fall, Basti war der erste Gitarrist und wir waren ganz wichtig bei der Popcom, haben wir gespielt. Auf der gleichen Bühne wie die H-Blocks, die damals in Köln. In Köln, genau. Die legendäre Popcom, da hingefahren. Ganz wichtig geprobt. Ich war damals auch wirklich sehr Musikfaschist, würde ich mal so sagen. Also ich war das alles ganz genau und hatte eigentlich auch zu dem damaligen Zeitpunkt, also ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht getrunken oder so. Wir haben immer geprobt, jeden Tag, wie wir das so gemacht hatten. Dann der große Auftritt mit H-Blocks, die ja damals wirklich dann, die haben es ja dann wirklich geschafft. Wir halt nicht.
Aber wir hatten eben halt auch einen Auftritt und Basti war irgendwie aus irgendeinem Grund, der war älter, der war viel älter als wir. Der war ja irgendwie, der war 36, also quasi alt. War schon alt. Ne? Und ich war halt irgendwie 23 oder irgendwas. Und Basti hat sich, war so ein Typ, der hat dann irgendwie, der war so aufgeregt, dass er sich da heimlich irgendwie so ein bisschen in, weißt du, so gezwitschert hat, hat sich vertragen, hat einfach zu viel getrunken bei diesem Auftritt und hat sich die ganze Mucke lang verspielt. Das wäre vielleicht gar nicht aufgefallen, aber mir ist es aufgefallen. Ich war extrem sauer. Ich hatte so das Gefühl, der versaut mir jetzt hier irgendwie meine Karriere durch seine Aufregung. Auf jeden Fall hat er den Gig sozusagen verrissen und auf der Rückfahrt habe ich dann quasi das erste Mal, auch zwar auch irgendwie scheiße, im Nachgang hat mir auch wirklich leid getan, habe ich Basti Bauer sozusagen entlassen. Ich habe gesagt, das geht so nicht und so, du trinkst hier und so und das passt nicht und habe quasi sozusagen mit den Kollegen, in Absprache mit den Kollegen haben wir ihn sozusagen rausgeschmissen irgendwie. Das war wirklich irgendwie... Das fand ich damals unfassbar, weil Basti Bauer für mich immer so eine Lichtgestalt schon war. Und ich fand eure Band extrem geil. Aber ich, also die Gigs, die ich gesehen habe mit Basti Bauer, habe ich als Highlight empfunden. Das war so, da war ich so ein bisschen komisch, ne? Das war so ein bisschen, ich hab mich irgendwie so, irgendwie war ich sauer. Und auf jeden Fall haben wir rausgeschmissen, haben wir dann Gerrit Matzko gefragt. Ne? Gerrit Matzko war der Gitarrist. Chicorée-Gitarrist, der berühmte Augenklappen-Gitarrist. Der war natürlich technisch natürlich versierter, hat aber eben halt nicht so viel Seele gehabt. Das war dann eigentlich auch eine falsche Entscheidung. Aber im Nachgang, und Basti, ich bin mit Basti gut jetzt mittlerweile, natürlich auch wieder. Wir haben natürlich 2-3 Jahre, waren natürlich auch sauer. Aber es hatte wirklich was Gutes. Und das sage ich auch immer, Basti, wisst ihr, wenn ich dich damals nicht irgendwie rausgeschmissen hätte bei den Buftix, dann wärst du jetzt nicht bei Knorkator. Ja. Also, hat wirklich eigentlich alles richtig gemacht. Ne? Und da hat es auch wirklich gut gepasst. Ne? Also die Buftix, da redet kein Mensch mehr drüber. Also, auch das, die Band hat jetzt auch nicht ja, so die, sagen wir mal, die Nachhaltigkeit, nicht wirklich. Und Knorkator gibt es heute noch. Und ich stehe jetzt oben, wisst ihr, natürlich extra Plätze irgendwie in der Columbia-Halle. Aber bin Gast, wisst ihr. Und Basti steht da irgendwie auf der Bühne und jedes Mal vor 3.500 Leuten, wisst ihr. 3 Tage lang. Also ja. Das mal dazu. Dann kam eure Zusammenarbeit zu dem ersten Solo-Album von dir. Wie war das denn? Wir sind uns immer wieder begegnet. Haben natürlich sehr unterschiedliche Musik gemacht. Und ich wollte immer mit Robert was zusammen machen. Die erste gemeinsame Arbeit war eigentlich, als ich bei den Zöllnern ausgestiegen bin und da habe ich Robert rangeholt, dass wir einen Titel einspielen oder 2 Titel einspielen für Katrin Lindner. Katrin Lindner, im Osten eine der führenden Rock-Ladies, kann man so sagen, die hatten ein Studio in irgendwo Mecklenburg oder Schönfeld, ein wunderschönes bei Neubrandenburg. Ein wunderbares Studio. Und wir haben für Katrin Lindner etwas eingespielt. Muss ich leider nochmal sagen, und hatten wieder irgendwie irgendwelche Drogen ausprobiert. Und was war das? Ecstasy oder irgendwas? War mal irgendwie so ein paar Tabletten gelutscht? Ja, ich habe dich mal, hab mal wieder überredet. Genau. Und was gab es dann? Speedmittel? Mal was anderes zu probieren, als immer Rotwein zu trinken. Na, jedenfalls waren wir gar nicht mehr in der Lage. Wir wollten nicht mehr spielen und sind nach Neubrandenburg getrampt oder irgendwie so. Wir sind irgendwie dorthin gekommen. Katrin hat uns hingefahren. Katrin hat uns gefahren. Genau. Und wir waren dort in diesem Hochhaus, in so einem Club und waren gut drauf, haben Mädchen kennengelernt und die wollten wir natürlich abschleppen. Und irgendwie, ob wir uns ein Taxi genommen haben oder ob einer von denen ein Auto hatte von den Mädels, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls sind wir mit denen zurück nach Quaden-Schönfeld gefahren, in dieses Farmland-Studio. Und bei all unserer Ruppigkeit, muss ich mal sagen, die wir beide haben, sind wir, glaube ich, beide sensible Menschen. Und die Mädchen erzählten irgendwas über fürchterliche Jungs, die bloß immer vögeln wollen und sowas. Und wir haben uns so angeguckt und dann haben wir uns eingesponnen in so eine Story. Und waren mit denen zusammen irgendwie auf dem Zimmer und haben uns irgendwie darauf eingespannt, dass wir von denen gar nichts wollen, dass wir nur seelische Wärme möchten und haben vor Ort einen Text geschrieben. Also Robert hatte irgend so ein paar Riffs, wir haben so Gitarre gespielt im Hotelzimmer und mir ist ein Text eingefallen und hab das thematisiert, glücklich. Du wirst jetzt gehen, irgendwie über platonische Liebe. Ja, irgendwie genau. Sowas. Oder über diese Überflüssigkeit des schnellen Sex. Genau. Glücklich hieß der Song. Das war unsere erste gemeinsame Arbeit. Er hat die Musik gemacht, ich habe den Text gemacht. Und dann haben wir den Mädels das vorgespielt
Und die sind so drauf abgefahren und fanden uns so großartig, dass wir das nicht einreißen konnten, diese hehre Situation, dass wir anders sind als die anderen. Wir haben sozusagen unseren Verzicht, also den wir eigentlich nur vorgegeben haben, damit blöderweise untermauert. Ja. Und dann haben wir uns abgesprochen und haben gesagt, komm, das müssen wir jetzt auch für unsere Geschichte, wenn wir jetzt hier irgendwie blöd rumvögeln, völlig voll und sowas, das ist keine bleibende Geschichte. Wenn wir denen jetzt auf Wiedersehen sagen und ihnen Geld geben für ein Taxi und die wieder zurück entlassen, jedenfalls... Nie vergessen. Ja, und das werden die bestimmt auch nicht vergessen. Und wir haben diesen ersten Moment in einem Lied festgehalten. Glücklich. Da gibt es ein kleines Video, was meine Tochter Ruby gemacht hat. ILD. Mhm. Also ein großartiges Album. Deswegen war das Studio war wirklich angesagt. Ne? Da waren auch Panko und wir haben alle möglichen Leute aufgenommen. Es war wunderbar. Ich habe, glaube ich, alleine dort 3-4 Platten eingespielt. Ja. Selbst später, als es kein Studio mehr war, haben wir diese Räumlichkeiten genutzt, um weiter dort einzuspielen und wo man alles an Equipment hintransportieren konnte. Es war eine Straße, die endete im Nichts. Und das letzte Haus war halt dieses Studio. Dahinter waren nur Felder. Und das hatte eine ganz besondere Atmosphäre. Nicht weit davon entfernt hatte der Sohn von Katrin Lindner einen alten Bahnhof gekauft, den er zur Kneipe umgebaut hat. Ganz malerisch, mit einem super Koch, der unglaublich gut gekocht hat. In diesem Bahnhof waren dann oben unter der Decke so Modelleisenbahnen fuhren da lang. Es war eine unglaublich schöne Atmosphäre. Ich musste dort immer wieder hin. Dieses Farmland-Studio war für mich über... Ich darf alles haben wir später wieder aufgenommen. Genau. Und letztendlich... 90, weißt du noch, da war die berühmte Mondfinsternis. Die haben wir dann hinten auf dem Acker uns angerufen. Genau. Wenn man musste man sich so eine Brille gucken, man durfte dann nicht so direkt reingucken oder irgendwas. Genau. Ja. Jedenfalls, diese Geschichte mit Glücklich, also mit diesem Song Glücklich, war sozusagen die Geburtsstunde unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Wirklich, vorher waren wir mehr oder weniger nur Freunde. Ich habe meine erste Soloplatte mit einer Elektroband machen wollen, weil ich damals sehr auf die Prodigy stand und auf diese Revolution der Computer und habe ein ganzes Album aufgenommen im Groovebusters Studio bei euch dort auf dem Gelände des Kesselhauses gab es ein Studio von Ferry Grott und Roger Heinrich und die haben dort Kiffermusik gemacht. Und ich habe natürlich auch wieder, weil ich ein schwacher Mensch bin, dort mitgekifft und wir haben eine sehr, sehr extreme Platte aufgenommen. Ich hatte einen Plattenvertrag als Solist, aber die Platte hat so geklungen, dass sie nicht veröffentlicht werden
wollte von der Plattenfirma. Das war einfach zu abgefahren. Mit D-Drums. Andrew McGinnis am D-Drum, ein Metal-Gitarrist, so ein Langhaarer, geil aussehender Typ. Und ein Computerfreak und Klarinettist, der das alles irgendwie so programmiert hat. Jedenfalls, es kam nicht zu dem Album, aber die Plattenfirma hielt an mir fest und sagte, das ist zu abgefahren. Wir wollen das ein bisschen mainstreamiger. Und dann haben wir diese ganzen Songs, wo auch schon Kompositionen von Robert dabei waren, die er teilweise auch mit eingespielt hat. Alles oder Nichts war ein Song, eine Komposition von Robert Gläser, den wir bis heute spielen. Und ich habe den Text gemacht, haben wir dann, sagen wir mal, gezähmt, nochmal aufgenommen. Und da gab es einen Produzenten, ein sehr bekannter. Stefan Fischer. Stefan Fischer, der hat viele... Marianne Rosenberg. Marianne Rosenberg, viele Pop-Schlager-Produktionen gemacht, sehr bekannt als Produzent. Der war nun ausgesetzt der Energie von Robert Gläser und von mir. Also das zweiköpfige Ungeheuer war dort im Studio, der hat irgendwann kapituliert. Ja. Und wir haben aber das Ding einfach weiter produziert mit dem Toningenieur. Also wir waren eigentlich die Produzenten letztendlich und haben in Quaden-Schönfeld, sind also bei dem rausgegangen aus dem Studio, in Quaden-Schönfeld haben wir uns getroffen, haben den Toningenieur mitgenommen und haben mein erstes Soloalbum gemeinsam aufgenommen, was teilweise wirklich malerisch war, also wie Robert schon sagte, da war diese Sonnenfinsternis, haben auch gleich einen Song draus gemacht, wenn die Sonne wieder scheint. Ja, genau. Und haben dort bestimmt fast einen ganzen Monat verbracht. Teilweise konnten wir uns nicht mehr aushalten mit unserer Energie. Ich bin zwischendurch da aufs Acker gegangen und habe da mit den Bauern da Heu geerntet, weil ich Robert nicht mehr ertragen konnte. Andersrum genauso. Wir haben also alle aufgerieben und uns selber auch. Aber es ist ein schönes erstes Soloalbum geworden. Für mich war es nicht so einfach. Ich war bis dato der Sänger der Zöllner. Auf einmal war ich ein Solist. Und wir sind nach der Aufnahme und als es rauskam, dieses Soloalbum, sind wir gemeinsam auf Tour gegangen. Auch wieder mit einer zusammengemixten Band. Reini Petereit von Rockhaus war da mit dabei. Verschiedene russische Musiker, die ich kannte. Und auch dieser Andrew McGinnis, der früher bei Bobo und Weidenhäusers Schlasse gespielt hat, war auch mit dabei. Und da ist mir Robert abhanden gekommen. Es war lustig. Also auch diese Geschichte. Auf der Tour abhanden gekommen? Nee, wir haben uns verbrannt. Wir haben uns verbrannt. Wir haben uns einfach genervt. Es war ganz schlimm. Also wir haben so weitergemacht. Es war wirklich, muss ich sagen, eine schlimme Zeit. Auch drogenmäßig war es eine schlimme Zeit. Ich kann mich an eine ganz schlimme Story erinnern, wo wir beide irgendwo bei Köln in einem Hotelzimmer zusammen geschlafen haben und hatten auch irgendwie eine Dame abgeschleppt. Aber wir beide haben uns geschämt. Irgendwie, wir wussten nicht so, wollten den Dreier irgendwie nicht so richtig, weil wir so Alpha-Tiere sind. Okay, du bist doch diesen Mann zu berühren. Genau, jedenfalls hat Robert die Dusche laufen lassen. Und irgendwie ist aber diese Duschtasse war irgendwie verstopft und wir kicherten da rum mit dem Mädel und quatschten wie Kinder. Auf einmal war das ganze Hotelzimmer überflutet irgendwie so mit 5 Zentimeter Wasser. Und in unserer Pein, weil wir nicht mehr wussten, was wir sagen sollten, sind wir beide durch diese Wasserpfützen über den Teppich geschlittert, durch das ganze Zimmer durch. Die Braut ist dann irgendwann irgendwie abgehauen. Aber jedenfalls haben wir uns verbrannt bei dieser Tour. Also das war einfach zu viel Energie. Und das war dann die Zeit, wo Robert ein Angebot bekommen hat von dieser Coverband Six, die ihm sozusagen Sicherheit gegeben haben, die ihm jedes Wochenende zwei, dreimal gespielt haben und ihm ganz klar auch sagen konnte, was er verdient. Dann hat er sich, sagen wir mal, dem Chaos entzogen und ist, ich sage es mit meinen Worten, in die Fänge dieser Coverband geraten, die er aber Stück für Stück dann umkrempelte. Genau. Eine schöne Story ist noch, also die muss ich noch kurz loswerden, also so Meinungsverschiedenheiten, ja. Wir hatten dann die Platte fertig und dann ging es irgendwie um Cover und Zeugs und wir hatten genau 13 Songs. Und ich habe Dirk einfach versucht zu überreden, dass wir die Grafikerin, die hatte schon was vorgegeben, da stand dann eben halt irgendwie 1, 2, 3, also die Tracks sozusagen. Und da wollte ich ihn unbedingt überreden, dass wir sozusagen dann 10... Es wurde so ausgeschrieben, die Zahlen wurden ausgeschrieben auf dem Album. Als Wort. Und als Wort. Und dann war ich eben halt dann schon so im Wahn, dass ich Dirk versucht habe zu reden, dass wir dann 10, 11, 12, 12 dahinschreiben. Und wisst ihr so, und Dirk fand das, ich wollte das unbedingt durchsetzen. Ich wollte irgendwie, ja, aber ich wollte das nicht durchgesetzt. Ja, hast du später bei Six hast du das durchgesetzt. Bei Six ich fand's albern und habe immer gesagt, nein. Und er immer wieder leise.
12. Immer wieder, über Tage lang. Ich war total genervt von dem Typen. Ja. Ich meine, man darf nicht vergessen, wie alt war ich da? Da war ich dann so... Du warst 37? Ja, 37, er war 27. Und für mich war das ganz... Ich war auf immer ganz ernst. Das war mein erstes Soloalbum. Ich wollte natürlich auch standhalten, meiner alten Band. Die Zöllner, das lief ja gut mit unserer Band. Ich war ein bisschen verkopft. Ich weiß noch, was ich lustig fand, du warst wirklich 37 und da gab es einen Artikel, ne? Gab es eine Rezension und da schrieb schon ein Journalist irgendwie so der in die Jahre gekommene Dirk Zöllner. Also 37, wirklich muss ich mal, also es war herzlich rein, da war noch so ein Artikel irgendwie, ne? Ja. So, also es war irgendwie. Na, ich dachte, das ist meine letzte Chance, so wie du dir auch immer dachtest. Ja. Also ich dachte jetzt nochmal, kurz vor 40, später geht's ja nicht mehr. Ja, genau. Genau. Danach ist ihr Leben vorbei. Ja. Von aus den Fängen eines Alphatiers und in die Fänge des nächsten gekommen. Ne? Stefan Krehe ist ja auch nicht ganz ohne, oder? Ja, aber der war damals noch relativ, den konnte ich gut beeinflussen, sage ich mal. Ne? Der hatte damals noch nicht so das Selbstbewusstsein, was er jetzt hat. Jetzt ist er ja quasi schon wirklich auch ein ernstzunehmender Künstler geworden, also bei aller Geschmacklichkeit. Ne? Also, aber damals war er eben halt ein Sideman in der Band. Der war zwar Chef und hat eben halt das Booking gemacht. Und es gab aber eigentlich einen anderen Frontsänger. Insofern war der eigentlich relativ, also ich hatte da auch Namenfreiheit quasi. Ne? Ich war ja der Berliner und ich habe so ein bisschen mehr durchgesehen, auch geschmacklich, als meine Kollegen. Ich bin ja quasi in eine Dorfband eingestiegen und konnte mich dann irgendwie durchaus ausleben und die fanden das gut. Also, naja, man darf nicht vergessen, dass Robert eben aus dieser Coverband eine richtige Band machen wollte mit eigenen Songs und hat dort ununterbrochen als Motor musikalische Ideen eingebracht und Krehe hatte Blut geleckt. Also sagen wir mal, sich so nach dem Vorbild der Gruppe Kur von einer Coverband zu einer eigenen Band zu entwickeln. Und Robert hat da wie eine Maschine immer und immer wieder eigene Songs eingebracht und es dauerte ewig, bis sie sich getraut haben, auch mal die Hälfte davon zu spielen. Also die haben immer wieder ihre Coversachen gemacht, querbeet, wie Ärzte, Rammstein, alles kreuz und quer. Ich weiß, ich habe für Six und das mal nicht gemacht. Wir waren bei Six und dem Alphatier. Ja, das ist für mich, ich fühlte mich unglaublich beleidigt, dass Robert sozusagen in die Sicherheit gegangen ist, anstatt mit mir weiter zu forschen in den Untiefen der Musik. Aber ich muss sagen, was Robert dort gemacht hat in dieser Band, der Krehe ist nicht mein Typ, der ist eben, sagen wir mal, in der Musik, die er hat, ist er so sehr vercovert, möchte ich mal sagen, dass er diese Fragmente der allgemeingebräuchlichen Musik eben vertritt. Und diese Mischung Robert und er hat schon was gebracht. Also der hat immer geguckt, dass diese Musik, die Robert da macht, auch allgemein gebräuchlich ist. Mein persönliches Problem war irgendwann, dass ich in Robert nicht mehr diese Red Hot Chili Peppers Sache gesehen habe, die ich bei ihm immer so toll fand, sondern Robert war auf einmal auch abhängig vom Massenerfolg. Das heißt ja nicht, Massenerfolg ist, dass man goldene Schallplatte macht, aber dass vor der Bühne eben Menschen, gerade aus der Region Cottbus und sowas stehen, wo oft nicht so große Bands aufgetreten sind, die einen bestimmten Musikgeschmack hatten, der in meinen Ohren einfach ein bisschen grober gestaltet war. Also sagen wir mal, auf Sofortinjektion, dass die Leute eben vor der Bühne abtoben,
was ja Six auch immer gelungen ist, weil da waren eben vor der Bühne manchmal über 1000 Menschen und die haben Six so gefeiert, als wenn dort die Originale auftreten. Und das war natürlich für meinen empfindsamen Robert, der natürlich auch diese unmittelbare Resonanz brauchte, habe ich das immer verstanden, aber ich war trotzdem eifersüchtig. Naja, das war schon, also wir waren wirklich die erfolgreichste Coverband quasi, ne? also von allen Coverbands, und Coverbands waren ja sowieso immer ziemlich erfolgreich. Und wir hatten ja, wie du schon sagst, ne? Wir haben ja auf dem Land, aber wir hatten trotzdem eben halt, sagen wir mal, am Wochenende Freitag, Samstag gespielt und hatten wirklich immer 1000 Leute. Und wenn da mal, sagen wir mal, 750 da waren, da haben sich alle schon angeguckt, so nach dem Motto, irgendwas stimmt nicht. War schon gut, also wir waren schon extremst erfolgreich. Größte Konkurrenz war Right Now. Right Now, genau, aber die waren insofern, wir waren ja viel kreativer. Right Now ist so, ne? Ihr habt doch besser gespielt, ihr wart einfach besser gespielt. Ja, die bisschen Musik, aber die Kreativität war eben so unglaublich. Robert hat eben immer dafür gesorgt, dass dort irgendwie besondere Sachen stattfanden. Ich meine, nicht zu vergessen, dass eine Zeit lang da Angelo Kelly Schlagzeug gespielt hat, der natürlich dort auch irgendwie aufgeraucht wurde von dir. Aber das hatte natürlich eine Bedeutung. Ich meine, dieser berühmte Angelo Kelly von der Kelly Family spielt doch immer Schlagzeug bei Six. Ich war auch oft Gast dort und konnte mein Lied präsentieren, habe mich auch gefreut, vor 1000 Leuten zu spielen, wo ich ja sonst vielleicht auch nur vor 300, 400 Leuten spiele, war für mich auch was Besonderes. Aber diese Figur, Krähe, der zu mir auch manchmal sagt, hat sowas wie, hast brav gemacht, dann wirst du auch nicht ausgelacht oder irgendwie sowas. So Sprüche, da hätte ich ihm eine reinziehen können, muss ich wirklich sagen. Und ich dachte, was sagt mir denn da dieser Dorfmusiker, was ich brav gemacht habe? Ich bin wegen Robert dorthin gegangen, weil wir eine wirklich sehr intensive Verbindung hatten. Also wirklich, ich nenne vielleicht 10 Leute in meinem Leben wirklich Freunde, und dazu gehört Robert unverbrüchlich bei all unseren Diskrepanzen, die wir haben und die wir auch hatten. Es ging ja dann immer weiter. Irgendwann hatte Robert auch keine Lust mehr da mit Krähe. Vor allen Dingen in dieser Situation, als Krähe dann merkte, man kann mit eigenen Songs auch was machen, wollte er diese Band Six plötzlich umbenennen in Krähe, was er auch gemacht hat. Was natürlich für den Motor, Robert Gläser, der dort im Grunde genommen diese ganze Kreativität eingebracht hat, auch irgendwie nur eine Ohrfeige war. Du hast die Musik gemacht denn, ne? Also bei diesen Eigenkompositionen, und hat Krähe die Texte geschrieben, oder? Nee, also wir haben, ich habe schon den größten Teil eingebracht, aber auch, er hat auch natürlich auch Songs gebracht und so, da hatten wir auch immer Meinungsverschiedenheiten. Aber ja, nee, er wurde dann auch zunehmend kreativ. Nee, also, wo haben wir jetzt stehen geblieben? Die Texte von den Eigenkompositionen. Ja, nee, wir haben das schon zusammen gemacht, ne? Also das ist, na klar, habe ich natürlich irgendwie schon den größeren Teil natürlich eingebracht, aber es war schon ein Gemeinschaftsding. Ne? Mhm. Er war eben halt auch der Sänger und so, und das hat auch ganz gut funktioniert. Wir haben ja auch einmal einen Plattenvertrag bei Universal gehabt und dann nochmal bei BMG und so, da waren ja irgendwie, das war schon interessant, ne? Also da ging schon was, ne? Also vor allen Dingen, weil wir eben halt eigentlich quasi ja irgendwann mal eine Coverband waren, dass das doch irgendwie plötzlich so ernst zu nehmen wurde, ne? Also wenn eine Coverband normalerweise einen eigenen Song macht, ist es wirklich meistens überflüssig, sage ich mal. Ne? Bei uns war das anders. Jedenfalls ist es aber immer so gewesen, dass ich mich immer ins Risiko gestürzt habe und Robert brauchte Sicherheiten. Das ist einfach eine Sache, wie man so geboren ist. Und Robert hat dann eben irgendwann versucht, auch wieder die Band zu verlassen. Wir haben in der Zwischenzeit, hat er eigentlich bei all meinen Soloplatten die Bässe eingespielt, jedenfalls mehrheitlich. Dann hat er mir auch gesagt, ich möchte da raus, aber ich traue mich nicht richtig. Sagen wir mal jetzt mit, wie alt warst du dann? Dann warst du dann auch schon 40. Jetzt nochmal einen Neustart zu machen mit eigenen Songs, mit einer eigenen Band, die meinen Namen trägt, hat er Probleme gehabt. Und da kam es zu dieser Zeit dann dazu, dass ich gesagt habe, na, wollen wir nicht doch nochmal was zusammen machen? Obwohl ich sehr glücklich war mit meiner Band. Er hat auch noch, als die Zöllner eine Reunion hatten, das heißt, die Zöllner in dieser großen Band haben 10 Jahre oder über 10 Jahre kein Album gemacht. Und dann habe ich wieder mal mit der ganzen Band ein Album aufgenommen, aber auf eine ungewöhnliche Art und Weise, wieder in Quaden-Schönfeld, einfach nur gejammt. Ich hatte nur 2, 3 Songs und wir haben mehrtägige Jams gemacht. Manchmal waren Titel irgendwie 20 Minuten lang oder eine halbe Stunde. Und da bin ich wieder zu Robert gegangen und habe gesagt, komm, lass uns mal aus dieser Jam Titel rausschälen, also Headlines suchen, wie bauen wir die zusammen auf 3, 4, 5 Minuten Songs, und habe dazu dann erst die Texte gemacht im Nachhinein, und da sind wir nicht so richtig zusammengekommen. Da gab es irgendwie geschmacklich auf einmal bei uns wirklich extreme Unterschiede.
Er ging so ein bisschen in diese Richtung, die er bei Six gelernt hat, also sagen wir mal, allgemeingefällige Musik zu machen. Und mir schmeckte das, ja, massenkompatibel. Und ich wollte immer noch... Songs eigentlich von den Eigenkreationen so. Ne? Und ich habe diese Idiotie, oder habe ich ja bis heute, immer irgendwie Kunst machen zu wollen. Also um Gottes Willen bloß nicht irgendwas, was klingt wie irgendwas anderes. Da haben wir uns ein bisschen entzweit, aber ich hatte als diese Platte rauskam, wo Robert auch noch mitgemacht hat, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine große Liebesniederlage. Also mir ist zum ersten Mal im Leben passiert, dass mich eine Frau, die ich noch liebte, nicht mehr wollte. Was mein ganzes Selbstwertgefühl völlig auf den Kopf gestellt hat. Ich war völlig zusammengebrochen und war nur noch so eine Art Schatten von mir selbst. Eigentlich nichts. Und in dieser Zeit habe ich zu Robert gesagt, komm, auch wenn ich jetzt gerade eine Platte mit der Band rausgebracht habe, wollen wir nicht nochmal beide zusammen sowas machen, wie wir das bei meinem ersten Soloalbum gemacht haben, dass wir Zöllner Gläser gleichberechtigt zusammen ein Album aufnehmen. Und da waren wir in Schmölln in einem Studio und haben angefangen, so Entwürfe von Songs zu machen. Und irgendwie war Robert ganz stark und ich war ganz schwach. Ich fühlte mich nicht ernst genommen. Also wir haben dann irgendwie, das ist versandet. Das war unsere letzte Zusammenarbeit 2012. Mhm, stimmt. Uferlos. Das war uferlos und eben danach die ersten Songs von meinem zweiten Bandalbum Halbes Herz in Ewigkeit, von dem Album in Ewigkeit, was dann 2015 rauskam. Das fußt noch teilweise auf dieser Session, die wir in Schmölln gemacht haben. Da haben wir die ersten zwei, drei Songs entworfen, die dann aber bei mir dann auf dem Album in Ewigkeit waren, wo Robert dann nicht mehr mitgemacht hat. Ja, und dann seid ihr getrennt, der Wege gegangen. Was hast du denn danach gemacht? Na, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja bei Six nun fast 20 Jahre gespielt, 19 Jahre, um genau zu sein. Das habe ich ja immer gemacht, ne? Also wie Dirk auch schon sagte, ich wollte das auch so. Also ich brauchte auch so ein bisschen die Sicherheit. Ich habe mich auch ein bisschen dran gewöhnt an das Finanzielle, ne? Also wir hatten eben halt wirklich das Glück, als Musiker eben halt wirklich regelmäßig irgendwie zu spielen, Geld zu verdienen. Und das war schon sehr besonders, ne? Es ist ja den meisten nicht gelungen. Das habe ich bis 2017, als dann Stefan mir dann irgendwie erklärte irgendwann mal, er hat jetzt die große Idee, also jetzt wird es richtig durchstarten, indem wir das Coverband-Image ablegen und uns einen anderen Namen geben müssen. Da habe ich gesagt, na, was hast du denn für eine Idee so für einen Namen? Da sagt er so, naja, Krähe. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und dann habe ich gesagt, du, wenn du die Band jetzt in Krähe umbenennst, dann bin ich nicht mehr mit dabei. Und dabei ist es auch geblieben. Dann haben wir irgendwie 2017 im November unser letztes Konzert gegeben in Potsdam. In diese MS, in irgendeine Arena halt quasi. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, das Ding. Irgendeine große Halle ist da in Potsdam. Ich hab's vergessen. Und ja, nochmal so vor 3.500 Leuten uns verabschiedet. Und jetzt gibt's halt Krähe und Robert Gläser halt. Ja, aber also, sehr schön. Es war natürlich, du bist jetzt auf Solofaden auch unterwegs. Ja, wirklich. Also ich wurde sozusagen quasi auch da, also ich kann mich dafür auch nur bedanken. Also ich wurde dann tatsächlich da so reingeschubst und ja, dann war es halt so. Ja, aber ich finde es sehr gut. Also er macht ja nach wie vor beides. Er hat ja seine eigene Band und eine Coverband Deluxe, möchte ich mal sagen. Nämlich indem er die Songs seines Vaters zelebriert in dem Projekt Apfeltraum mit Big Show Stolle, mit seinem Bruder Moritz, genau. Mit diesem wunderbaren Pandolfino. Mauro Pandolfino, ein italienischer Supergitarrist. Und ja, das habe ich noch parallel noch gegründet. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Also haben wir auch ziemlich viel gespielt. Das war auf der Hallo-Platte Nummer 4. Hat der Papa von Robi gesungen. Kommt noch ein Song, der heißt Caesars Blues. Ist das Lied von meiner ersten Liebe.
Papas kam. Lass mich über Kaki meine Füße. Lass mich über Kaki meine Füße. Wenn ich schlafen geh, hört sie, dass ich Lütz spiele. In ihrem Himmelbett spiele ich ein Himmelbett. Resonanz. Also weil es wirklich tatsächlich immer noch so viele Leute gibt, die Cäsar-Fans sind oder Renft-Fans und so, überhaupt quasi, also was die ganze, was seinen Schaffen sozusagen anbelangt. Und das funktioniert gut. Ich meine, wir spielen jetzt zwar nicht vor 1000 Leuten, aber wenn wir jetzt zum Beispiel einfach so als Erfolg, sage ich jetzt mal, im Anker in Leipzig spielen, dann kommen da so 500, 600 Leute und das haben wir uns schon so erspielt. Oder in Dresden, wie heißt denn dieser Club? Nach so einem Flugzeug benannt hier. Achso, ich weiß schon. Wie heißt denn das Ding? Na ja, egal. Also wenn wir jetzt, also quasi wenn wir jetzt in Leipzig, in Dresden und in Berlin spielen, dann kommen da wirklich irgendwie 300-400 Leute und ja, wirklich eine schöne Sache. Ja, und ich finde es ganz wunderbar. Ich meine, Renft hat ja über viele Jahre, haben die sich ja auch selbst entthront mit ihren ganzen Streitereien. Überall irgendwelche Splittergruppen von Renft, die zwar das Erbe hochgehalten haben und ich finde, die haben natürlich den Namen Renft. Ja. Und das ist natürlich ein Markenname, aber für mich persönlich ist Apfeltraum, das sind eigentlich die wahren Erben von Renft, weil die das in dieser unglaublichen Energie, die Robert nun mal hat, gerade wenn er Bass spielt, in meinen Augen, in meinen Ohren, kommt dort wirklich diese Energie von Renft doch wieder rüber. Okay, die letzte Renft-Variante mit Pity und so finde ich auch sehr, sehr geil, aber Apfeltraum sind eigentlich das wahre Erbe von Renft, von Cäsar in einem. Und da kommt auch wieder dieser ungestüme Rock'n'Roll einfach wieder rüber. Ja, und Moritz, mein kleiner Bruder, ist quasi auch wirklich die Reinkarnation, ne, seines Vaters. Also das ist schon, ja, ist schon sehr besonders. Auf jeden Fall, funktioniert. Da bin ich nochmal, ihr Lieben, denn ausnahmsweise gibt es im heutigen Rockdown auch gleich nochmal eine neue Gewinnspielfrage, für die uns Robert dankenswerterweise 3 CDs zur Verfügung gestellt hat. Natürlich handsigniert vom Meister himself. Die Frage dazu ist heute ein kleines bisschen tricky und erfordert deshalb eure ganze Aufmerksamkeit. Und sie lautet: Welcher der 3 folgenden Musiker hat schon mal bei Six an den Drums gesessen? War es A. Angelo Kelly, B. Andy Bill oder gar C. Matze Manske? Aber aufgepasst, dieses Mal könnten auch mehrere Antworten richtig sein. Eure Lösung schickt bitte unter Angabe eurer Adresse und dem Kennwort Robert
Wie immer an unser Postfach diezöllner@web.de. Einsendeschluss ist Montag, der 1. März. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet wie immer das Los. Also dann viel Spaß und viel Glück, euer Quizmaster Aimo. Ein Tag genau wie jeder andere. Ich ging am Mittag vor die Tür. Und wie ich so verkatert durch die Straßen wandere, da seh ich wie im Traum vor mir ein zitterndes Geschöpf, das mitten auf den Gehweg scheißt. Es war erbärmlich anzusehen. Ich hab ein Herz für Tiere, doch da ist es mir vereist. Ich kann mich selber nicht verstehen. Rot! Rot! Dann fuhr ich mit der Bahn ins Studio nach Prenzlberg. Die Bettler ließen keine Ruhe. Ich hab ein Herz für Arme und ich tat mein gutes Werk. Doch dann schlug das Grauen zu. Mit Take Me Home und Country Roads hat er mich penetriert, obwohl ich so um Gnade bat. Er hat mich immer, immer weiter damit zugeschmiert. Ich wusste nicht mehr, was ich tat. Ich habe jetzt eigentlich auch nur noch eine Schlussfrage, weil das war ein Highlight für euch wieder, die Reise nach Israel und wie sich das verhalten hat. Wie war das Publikum zum Beispiel und so weiter? Das würde mich sehr interessieren. Also diese Israel-Reise kam zustande, weil ein umtriebiger Typ, ein ganz auffälliges Original namens Elmar Werner, der Manager von Reinhard Fissler war, Sänger von Stein Meißen, der tauchte eines Tages bei mir auf und sagte, Reinhard hat irgendwie Gicht oder irgendwie sowas. Irgendwie läuft, kann er nicht mehr richtig Gitarre spielen. Und da ich dafür in der Szene bekannt bin, dass ich unglaublich gerne mit anderen Menschen zusammen Musik mache und diese Zusammenkünfte und dieses Aufeinanderprallen von Künstlern sehr mag, habe ich schnell zugesagt. Und dann bin ich mit Reinhard Fissler auf Tour gegangen, mit einem amerikanischen Gitarristen, ich mit einem russischen Pianisten, also sozusagen Reinhard Fissler und Dirk Zöllner, zwischen den Supermächten und habe diese Krankheit von Reinhard Fissler, die man anfänglich für Gicht hielt, der hatte ALS, also eine besondere Form der Multiple Sklerose, von Anfang bis Ende sogar mitgekriegt. Diese Krankheit, man kennt das von Stephen Hawking, der also nur mit den Augen sozusagen mit Computer sprechen konnte, dieser Astrophysiker, und von Jörg Immenhof, dieser Maler. Die hatten auch diese Krankheit, und bei Reinhard Fissler setzten immer mehr körperlichen Aktivitäten aus. Ich war überall dabei. Also zum Anfang waren es die Finger, dann waren es die Arme, dann konnte er nicht mehr laufen. Dadurch kam ich in diesen, ich weiß nicht, ob ich es im Zusammenhang sagen kann, diesen Genuss, nach Israel mitzukommen. Also dieser Elmar Werner, der einerseits Dozent in einer Fachschule war, Jugendpfarrer, Kneiper, also der Vorsitzende eines Fußballvereins hier, Oberspree, Manager, ein ganz umtriebiger Mensch, hatte Kontakte zur israelischen Botschaft und hat dort schon immer Fußballmannschaften und alles Mögliche nach Israel geschafft und hatte eben diese Idee, dass man eine deutsche Rockband in Israel spielt. Das war 2003 und genau zur Zeit der zweiten Intifada. Also als die umliegenden Staaten, die islamischen Staaten, Israel den Krieg erklärten, den Heiligen Krieg, und dort überall in Clubs und Busstationen und Bussen Bomben hochgehen lassen haben. Von meiner Band haben sich die Menschen nicht getraut, dorthin zu fahren, was ich auch verstehe. Ich wollte unbedingt, weil ich ein Abenteurer bin, ich wollte mir das angucken.
Und ich musste eine Band zusammenstellen. Und die erste Idee, die ich hatte, war Robert, weil ich wusste, der ist genauso, der geht aufs Leben zu und knallt sich irgendwo rein. Und das einzige Problem war, dass er ein paar Konzerte mit Six hatte, aber er hat mir sofort zugesagt. Nee, ich habe ja jedes Wochenende gespielt. Ich hätte eigentlich gar nicht, also das war irgendwie klar, dass man immer verfügbar sein musste, aber das Ding, das wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen und habe dann auch meinen Schlagzeuger überredet, Matthias Manske, der dann auch später mit Dirk auch noch viele Sachen gemacht hat, da mitzumachen, und da waren wir schon zwei und dann konnten wir sagen, irgendwie, also wir müssen mal zu zweit mal eine ganz wichtige Sache machen, haben dafür auch frei bekommen, und das ist natürlich, also heute noch bin ich total glücklich darüber, dass wir da waren, weil das war wirklich... Das war schon eine Ansage, so in allen Bereichen. Und dann haben wir zusammen gesessen, was machen wir jetzt? Wir brauchen ja noch einen Gitarristen und einen Keyboarder, wenn es geht, um unsere Songs. Zuerst, das war der letzte, den ich hatte. Ich hatte mich immer mit Gensi, mit meinem Lebenskompagnon gestritten, und wir hatten 5 Jahre lang keine Musik miteinander gemacht. Da habe ich erstmal den russischen Pianisten, mit dem wir auch schon zu tun hatten, mit reingenommen, der aber wirklich nur Pianist ist. Also der so mit Sounds und so gar nicht umgehen konnte, ein klassischer Pianist. Aber wir kamen gleich auf die Idee, einen gemeinsamen Freund noch mit einzuladen. Wir beide sind gleichermaßen sehr, sehr eng befreundet mit Reini Petereit von Rockhaus. Und dachten, Mensch, der muss mit dabei sein. War Mischmasch, weil jeder hat einen anderen Stil so inne. Jedenfalls Reini haben wir gemeinsam angequatscht. Der sagt, ich bin auch dabei. Und dann habe ich noch mich überwunden und habe sozusagen diese Zankerei überwunden, habe André Gensicke gefragt, ob er auch mitkommen würde. Und der ist auch mitgekommen. Und dann sind wir in dieser wilden Konstellation mit dem Bewusstsein, dass wir die erste Band sind, die dort in Israel Rock'n'Roll macht, dorthin gefahren. Ich in riesiger Angst, weil ich mich mein Leben lang schon mit dem Holocaust beschäftige und der für mich so ein zentrales Thema der deutschen Geschichte ist und auch der gefühlten Erbschuld, habe ich dort wie eine Kolumne geschrieben auf Deutsch. Wie werdet ihr das empfinden, wenn ihr die deutsche Sprache hört, wo in Israel ja immer noch solche Begriffe wie Achtung und Marsch und sowas in den Köpfen ist, dachte ich, habe ich so auf Hebräisch übersetzen lassen, auf Englisch, und bin dort mit großer Angst dorthin gefahren. Wir sind wirklich aufgeschlagen in der Dunkelheit, schon fast in der halben Nacht in Tel Aviv, und sind in den Norden von Israel gefahren, in einen Kibbutz namens Kiryat Shmona. Und dort war schon ein Konzert organisiert. Wir konnten nicht mal unser Zeug ablegen, haben unsere Instrumente genommen und sind in einen Club gegangen, ganz im Norden von Israel, an der Grenze der Nachbarstaaten, wo man merkte, dass da provoziert wird, dass da irgendwelche Cassandra-Raketen, die da irgendwie verpufften und sowas, haben wir sogar gesehen, oder irgendwelche Sachen dort starteten. Wir waren völlig aufgeregt, und vielleicht waren in diesem Club, wenn ich mal hoch sage, vielleicht 20 Leute. Und wir haben aber, weil diese Reise teuer war, wir haben zwar auf Gagen verzichtet, aber wir mussten ja auch Flüge bezahlen, Unterkünfte bezahlen, haben wir 10 Fans mitgenommen. Stimmt. Also, ja, stimmt, die sehen auch. Und die haben sozusagen Geld eingezahlt, wie so, heute nennt sich das Crowdfunding, und haben uns damit auch die Reise mit ermöglicht. Und die sind mitgekommen. Also 10 sehr enger Fans, vor allen Dingen von den Zöllnern. Und wir haben in diesem Club, da spielte irgendwie so eine Jazzband, ein Saxophonist und ein Keyboarder, die säuselten da so ein bisschen vor sich hin. Fürchterliche Anlage, nur eine Box ging, die andere nicht. Glücklicherweise, Reini ist sehr versiert, der packte gleich den Lötkolben aus und machte da und fummelte. Und während wir schon so ein bisschen mitspielten mit diesen Musikern, kriegte das Ding zum Laufen, und dann übernahmen wir die Aktion und waren in einer derartigen Euphorie aus dieser komischen, gefährlichen Situation heraus, dass wir dort, glaube ich, eine sehr, sehr geile Mucke abgeliefert haben, die aber leider noch nicht mitgeschnitten wurde. Wir hatten noch ein Kamerateam dabei, sodass wir den Laden dort wirklich gerockt haben. Und wir sind geflogen. Also es ist das ist unter den Top 10 meiner 10 Mucken meines Lebens, weil wir haben unser Leben gespielt. Die waren alle völlig aus dem Häuschen, die 20 Leute, die da waren, und der Clubbesitzer wollte gleich noch ein Konzert. Wir haben am nächsten Tag noch ein Konzert gemacht, das war nicht mal halb so gut. Da war der Laden aber voll, weil der schon rumgesprungen hat. Da spielt eine ganz geile Band. Und so ging das weiter. Weil es die zweite Intifada war,
nahm die Presse von uns Notiz. Wir wussten gar nicht, und uns ging es auch gar nicht um Solidarität, weil wir gar nicht wussten, sind wir nun auf der palästinensischen Seite oder sind wir auf der israelischen Seite. Jedenfalls wurden wir im Grunde dafür benutzt, für Propaganda auch. Und die Zeitungen berichteten und dementsprechend kamen zu den Konzerten immer mehr Leute. Wir hatten großartige, seltsame Sachen, zum Beispiel in Tel Aviv, auch in der, oder war es Jerusalem, weiß ich nicht mehr, in der Hadassah-Klinik. Das ist eine große Klinik, wo Kriegsopfer sowohl von der palästinensischen Seite, von der arabischen Seite, als auch von den Israelis betreut wurden, gepflegt wurden, gesund gemacht wurden. Wir haben im Krankenhaus gespielt. Und da waren mit Publikum, da waren auch Verrückte dabei und alles so. Und wir haben auch dort eine unglaubliche Sache. Ich weiß noch, da war so ein Mikrofon mit so einer Klemme, da hat er seine Nase drin gesteckt und wir haben dann fast Comedy gemacht und die tanzten und wir waren glücklich und hatten irgendwie einen Sinn. Das war unglaublich interessant. Schräg auch, weil natürlich die Organisation, ich möchte mal sagen, sehr, sehr bluesig. Also war alles sehr spontan. Manchmal war es gut, manchmal war es auch fürchterlich. Und wir wollten natürlich, wie wir beide eben sind, wollten den Erfolg und wollten jetzt Israel rocken. Die Welt erobern. Also Jerusalem ist ja auch eine Stadt. Das ist wirklich so ein Spirit. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ne? Ich habe auch noch eine schöne Geschichte für mich jetzt noch. Wir waren dann auch an der Klagemauer logischerweise. Ne? Und da habe ich dann wirklich tatsächlich so einen Zettel hingesteckt, so mit so einem Wunsch. Und hatte damals wirklich da reingeschrieben, ich weiß nicht warum, ich wollte unbedingt mit Six den F6 Award gewinnen. Und habe das wirklich auf den Zettel geschrieben, habe das da reingesteckt und wir haben den tatsächlich eigentlich quasi in der ersten Runde gewonnen. Es hat wirklich geklappt, ne? Das mal zu der Klagemauer. Dann zum Schluss sind wir gescheitert, aber das hatte andere Gründe irgendwie, weil wir eben halt als Coverband eben halt nicht ins Portfolio gepasst haben. Aber das war wirklich, es hat tatsächlich geklappt. So, jetzt noch die Abschlussfrage. Wann macht ihr denn mal wieder was zusammen? Oder wollt ihr überhaupt was zusammen machen? Zwei Alpha-Tiere. Ja, ich denke, das wird sich bestimmt irgendwann wieder ergeben. Irgendwie. Also ich denke auch, dass wir uns annähern wieder. Also gerade in den letzten Jahren, wir waren uns ein bisschen fremd eine bestimmte Zeit lang, was natürlich auch damit zu tun hat mit persönlichen Empfindungen und Verletzungen. Ich weiß nicht, ob du das willst, dass ich es sage. Also sagen wir mal, wie es im Leben so ist, hat in meiner Sicht Robert, der immer auf so einer Siegerstraße war, für mich so, sagen wir mal, aus meiner Sicht. Und auch immer diese Möglichkeit hatte im Leben, wenn ihm was nicht gefiel, ging er weg. Er hat zum ersten Mal auch eine Niederlage in seinem Leben erlebt, eine persönliche, die ich 5 Jahre vorher erlebt hatte, was ihn in meinen Augen hat reifen lassen. Weil man im Glück nicht sich verändert, aber in der Niederlage ist man in der Lage, ein bisschen seine eigene Persönlichkeit auch zu überdenken. Und ich habe das Gefühl, er ist sehr sanft geworden in meinen Augen und dadurch finden wir einfach demütiger quasi. Ne? Also klar, wirklich. Ja, das verbindet uns sozusagen irgendwie, dass wir alle beide so eine Frauenniederlage erlebt haben und ja, das reift schon und man kommt quasi mal so ein bisschen runter und ja, wahrscheinlich haben wir uns ja. Ich möchte trotzdem behaupten, dass wir vom Glück geküsste waren. Das ist ganz einfach so. Das ist natürlich auch, hat natürlich auch mit unserer Eitelkeit zu tun. Wenn man auf der Bühne steht und so viel Applaus bekommt, ist es einfach so, dass man es zu Hause auch möchte und sich wahrscheinlich auch so verhält. Man ist unverlassbar, man steht über den Dingen und auf einmal, wo man selber schon durch diese Droge Applaus manchmal ein bisschen über den Boden schwebt, kann man sich es gar nicht vorstellen, dass man vielleicht einfach mal nicht geliebt wird. Ne, wir waren einfach zu egozentrisch. Ja. Ne, also da bleibt eben halt einiges auf der Strecke und du hast es ja in einer deiner letzten Interviews, habe ich auch bemerkt, fand ich irgendwie interessant, ist natürlich auch so ein bisschen, ja, also ich weiß nicht, ob es so genau mein Geschmack ist, aber du hast gesagt, dass du jetzt mehr so die Schönheit in der Mitte gefunden hast. Ja. Das ist natürlich auch immer so, das ist ja, also ich verstehe das irgendwie, es ist natürlich trotzdem irgendwie blöd. Ist das so dieses, ne, also wir stehen ja eigentlich trotzdem auf die Extreme. Das bedeutet, das hat so für mich so diesen Touch gehabt, irgendwie, na, ich gebe mich jetzt mal einfach so mit der Mittelmäßigkeit so zufrieden. Genau, hätte ich vor einiger Zeit auch noch gedacht, aber das ist nicht die Wahrheit. Na, das hast du aber so gesagt, dann habe ich so gedacht, na Mensch. Was, ich glaube, man kann nicht bis zum letzten Atemzug Krieg führen. Das stimmt. Und irgendwann ist es so, weil ich auch glaube, dass sich die Liebe
potenziert, ist es, glaube ich, wenn man älter wird, nun bin ich 10 Jahre älter als du, ich gehe jetzt auf die 60 zu, du gehst auf die 50 zu, habe ich gemerkt, dass eben in der Mitte, das ist so vergleichbar eben wie, als wenn man ein Auto unglaublich schnell fährt und die Details nicht mehr erkennt. Ja, genau. Und wenn man so innehält, sieht man auf einmal die Details und sieht, da ist auch was zu holen. Woran wir beide, glaube ich, unser ganzes Leben lang vorbeigeschlittert sind. Ja, immer Vollgas halt. Ne? Also, aber das ist ein schönes Bild. Das Leben auf der Überholspur, würde ich mal sagen. Genau. Nee, wir müssen jetzt eben halt ein bisschen, wir müssen einfach ein bisschen runterkommen. Und ja, ganz wichtig ist eben halt, dass man eben halt auch wirklich hier und da eben halt auch wirklich mal ein bisschen demütiger wird. Das tut schon ganz gut. Das ist die Mitte des Alters. So, dass man auch gelassener wird, je älter man wird. Und so. Genau. Den kenne ich ja selber auch. Auch auf der Überholspur die ganze Zeit. Man will immer alles und vergisst eben halt dann so ein paar Sachen. Dann übersieht man halt sowas. Ich hatte mal einen Freund, mit dem ich auch sehr, sehr eng zusammen war, der auf dieser Überholspur war. Und ich habe schon gedacht, oh feier, der ist ja noch schlimmer als ich. Der wird bestimmt bald sterben. Und der ist gestorben. Ich bin beides. Ich kann manchmal auch irgendwie innehalten in manchen Momenten. Ich bin nicht so permanent auf Draht wie Robert. Und bei ihm habe ich oft die Angst gehabt. Das war auch ein Grund, warum ich mich von ihm entfernt habe, weil ich dachte, das halte ich nicht aus, wenn der drauf geht. Wenn der hier verglüht wie so ein Komet. Ich hatte manchmal Angst um sein Leben, muss ich wirklich sagen, wenn ich ihn beobachtet habe. Bis vor wenigen Jahren. Jetzt scheint es mir so ein bisschen durch diese Situation ein bisschen besser zu sein, aber ist es nicht so, gerade bei uns beiden, wo wir das Leben so lieben, ich möchte noch 20, 30 Jahre leben. Es gibt so viel zu sehen noch. Und ich bin so sehnsüchtig, diese Dinge zu erfahren. Und ich möchte die auch mit dir erfahren. Und ich freue mich, dass wir uns hier wieder treffen. Und ich möchte ein paar Episoden, die wir schon erlebt haben, vielleicht in einer anderen Form, aber immer noch miteinander erleben. Das wäre mir eine große Freude. Ich liebe dich. Ja, ich dich auch. Das freut mich. Ja, denn in 20 Jahren, ne, bei Onkel Pö spielt eine Rentnerband. Ja. Naja, das dauert noch ganz. Ja, natürlich, hoffentlich. Habt ihr denn noch ein Schlusswort? Naja, Dirk wollte das jetzt, und wir wollten jetzt nochmal auf der Reise nochmal schnell spielen, ne? Ganz spontan. Meinst du hier mit der Klampfe? Ja, probieren wir mal. Ja, wir können es mal versuchen. Das ist so. Die Segel, ich stehe am Ruder, ich bin der Kapitän. Ich hab kein Ziel, hab nur den Weg und bleibe ganz selten stehen. Auf der Reise, ganz egal wo.